Lufthansa ist im ITER-Datenraum mit anderen endlich angekommen. Des Weiteren gibt es da so ein bisschen Clinch bei der Swiss. Die Crew beschwert sich über Fatigue, also über Erschöpfungszustände, und hat sich auf einem Flug in Brasilien krank gemeldet. Und die Swiss investigiert, wie man das so schön sagt. Berliner Flughafen nähert sich einer schwarzen Null. Ist quasi greifbar. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch heute wieder natürlich Abonnierbefehl, macht die Glocke an, denkt dran, einen Kommentar zu lassen. 2 oder 3 Kommentare gehen auch und vor allem ein Like. Der Moment ist gekommen, seit Dienstag sind die Lufthanseaten mit der MSC zusammen im Datenraum der ITER, ganz genau. Das heißt also, die Bücher wurden für die Bieter geöffnet, aber natürlich ist nicht nur die Reederei MSC mit der Lufthansa drin, sondern auch andere. Mitte Juni möchte man ja das Thema ITER in Italien vom Tisch haben. Das heißt, der Sprecher der im staatsbefindlichen Besitz des Unternehmens, was sich im Staatsbesitz befindet, sagte, dass die, ich glaube, das war Corriere della Sera oder sowas, der es berichtet hatte als Zeitung, dass das in der Tat so ist, man möchte das Ding einfach loswerden. Natürlich ist die Lufthansa, wie ich sagte, nicht alleine da. Es ist die Delta Airlines mit der KLM Air France, aber auch der Investor, der bei Wizz Air und bei Indigo Partners drin ist. Also insofern schauen wir einfach mal, was da passiert. Aber wir haben ja auch gehört, dass die Lufthansa der Traumpartner ist für die IA, wenn man dem CEO glauben darf. Man wollte das Ganze einfach nicht verkaufen, dann hat man so ein bisschen hin und her und das gab es ja bei der Alitalia. Also insofern schauen wir jetzt einfach mal, was sich da bei der Datenraumgeschichte ergibt, ob die Zahlen so sind, dass die Lufthansa sagt, hey, top, wir wollen die Bude immer noch haben oder wir gehen wieder. Also insofern, es bleibt spannend. Oder vielleicht sagt ein anderer Bieter, hey, ich biete auf einmal mehr und dann werden sie doch mehr geliebt. Also insofern, schreibt unten rein, wollen wir die Swiss in der Starlines haben? Heute auch quasi das T-Shirt. Ist da ein Fleck? Ein Fleck? Nein, das ist nur ein Pfeil. Also insofern Starlines T-Shirt dazu passend an. Hoffen wir mal. Oder sagt ihr nein, lasst ihn ins Sky-Team. Bin froh, dass ich gerade den Status-Match gemacht habe und gute Alternative. Die Swiss hat ein Problem mit ihrer Crew, ja. Und zwar gab es Flugausfälle. 2 übermüdete Cabin-Crews in Brasilien hatten sich krank gemeldet bei einem Flug und deshalb mussten auch Flüge ausfallen. Man sagt in Swiss-Kreisen, dass das ein stiller Protest sein könnte, der jetzt natürlich analysiert wird von der Swiss und welche Konsequenzen man damit drohen kann. Corona ist immer noch präsent, aber jetzt in der normalen Aviation nicht mehr so da, weil Swiss hat ja auch die Maskenpflicht fallen lassen, da wo sie es können, andere Fluggesellschaften. Und man kann jetzt auch wirklich wieder so richtig Gas geben, in die Luft steigen und Attacke fliegen. Und nur ist das Problem, dass die ganzen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter gar nicht in der Menge verfügbar sind. Und sie sagen ganz einfach, dass die Arbeitsbelastung nach den Entlassungen, und wir hatten ja auch darüber berichtet, dass die Swiss, ja, man hat bei alten Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern angerufen und gesagt, Swiss hier möchte wieder für uns arbeiten. Also insofern ist das natürlich ein Problem und die müssen halt das Ganze wuppen und machen und tun. Und die Fluggäste am 23. und 30. April haben ihre Flüge zwischen Sao Paulo und Buenos Aires nicht wie geplant in Angriff nehmen können. Ganz einfach, weil sich die Cabin Crew kollektiv krank gemeldet hat oder unfit to fly. Und als Grund hatte man Fatigue genannt. Ja, Fatigue, das ist etwas, was in der Aviation ein Thema ist. Das ist Ermüdungserschöpfungszustand, so heißt es. Und das kann durchaus passieren und ist auch sehr, sehr ernst zu nehmen. Also das ist jetzt nicht zum Spaßen. Es gibt Fatigue-Reports, es gibt da bei den Fluggesellschaften auch ganz klare Procedures. Und besonders betroffen sind natürlich Fluggesellschaften, die ihr Personal ja verschleißen, um es mal so zu sagen. Emirates, Qatar und so weiter, die halt wirklich auch solche Flüge haben, die nach Mitternacht kurz starten Richtung Delhi und so weiter.
und dann mittags zurückkommen würden. Da gab es ja auch eine Zeit lang, dass die Crews im Cockpit hin und her fliegen mussten. So ist es jetzt teilweise, dass die Crews, die rausfliegen, bleiben da vom Cockpit. Aber die Kabine fliegt wieder zurück. Also insofern, ihr könnt euch selber vorstellen, wenn ihr eigentlich zu einer Zeit, wo ihr normal schlaft, fliegen müsstet, dass das auf euren Kreislauf geht. Ein, zwei Mal oder dreimal, das geht wahrscheinlich, aber dann halt so über die Zeit, das läppert sich. Und deshalb muss man sich das halt einfach angucken. Und die Gewerkschaften haben sich ganz klar hinter die Crews gestellt und haben einfach gesagt, naja, wir müssen halt was tun, um gehört zu werden. Und das ist halt, indem wir einen Flug ausfallen lassen. Und mehrere hundert Leute waren halt betroffen und dann hört die Swiss vielleicht auch zu. Und das ist ja auch in einer der internen Facebook-Gruppen so geschrieben worden. Und die werden dort gefeiert für ihre Arbeitsverweigerung. Die Aktion wird halt wirklich so als innere Resignation aufgefasst, beziehungsweise als Protest, den man halt so leise macht. Und die Swiss hat gesagt, nee, das machen wir so nicht mit. Wir werden kontrollieren, ob das in irgendeiner Art und Weise illegaler Streik oder was auch immer war. Und es wird halt wirklich analysiert, inwieweit man da zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen kommen kann. Und da will die Airline halt wirklich investigativ mit den betroffenen Flugbegleitern richtig in medias res gehen. Man hatte ja auch intern schon im März, Februar auch schon gehört, dass man bei der Swiss da ja, so ein bisschen Zwietracht und Missgunst, hätte ich fast gesagt, aber auch Zweifel vor allem hat an den Krankheitsmeldungen, weil die wären verdächtig. Und jetzt muss man halt einfach gucken, ob man da in irgendeiner Art und Weise überhaupt der Crew an die Wäsche kann oder nicht. Und Strafmaßnahmen wären unannehmbar, sagt zumindest der Chef oder beziehungsweise ist das der, ja, das ist der Chef von der Gewerkschaft Cabine Kapers, wie so schön heißt. Und es ist halt nicht einfach in der Aviation, dass man in einer Branche, wo Safety First geschrieben wird, die Leute, die halt sagen, ich bin nicht fit to fly, da noch für bestraft. Also es ist eigentlich nicht so die Kultur, zumindest nicht bei westlichen Fluggesellschaften. Aber die Gewerkschaft hat einfach gesagt, also wenn es effektiv keine Arbeitsunfähigkeit gab, was man mit einem Attest oder sowas untermauert, dann wäre auch ohne Vorwarnung anscheinend dann doch eine fristlose Kündigung möglich. Das sagt die Arbeitsrechtsexpertin zu dem Thema. Aber auch mit Arztzeugnis sind die Fliegenden nicht aus der Affäre raus oder aus der Bedrohlie. Denn wenn das Zeugnis einfach nur ein Gefälligkeitsgutachten ist, dann ist das eine Verletzung des Arbeitsvertrags. Und da kann man halt wirklich handeln. Und wenn man das belegen kann, dass sie aber aufgrund der Arbeitsbedingungen übermüdet waren, dann hat die Swiss natürlich ein Riesenproblem. Ja. Also insofern, es ist nicht so ganz einfach. Ich denke mal, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dann kann das ein richtiges Problem sein. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass da beide Seiten halt ihre Position nachweisen können. Wobei ich persönlich sehe die Swiss eigentlich in einem etwas schwierigeren Bezeugungssituation. Es sei denn, es hat sich jemand vom Kabinenpersonal dusselig geäußert, öffentlich gesagt, ja, ich habe keinen Bock gehabt, wollte einfach nur weiter pennen oder sonst was immer, dann ist das ein Riesenproblem. Also da müssen wir einfach mal schauen, was ist eure Meinung, sagt ihr, das ist richtig, dass das Personal sich wehrt, dass man nicht ausgebeutet wird oder aber ist das Leiden auf hohem Niveau? Ich selber kann das von der Ferne nicht ganz beurteilen. Ich habe halt nur sehr oft auf meinen Flügen von der Crew halt Leidensgeschichten mit angehört. Ganz einfach deshalb, wenn man in der ersten Reihe sitzt, hört man natürlich sehr oft, was vorne in der Galley gesprochen wird. Berlin. Berlin hat keinen Flughafen, auch wenn ich letzte Woche von Berlin berichtet habe. Der Flughafen liegt in Schönefeld, also insofern sind die Leidensgeschichten dort übrigens bekannt. Man kann ja an dem Flughafen sehen, was man alles falsch machen kann. Ich selber bin das erste Mal irgendwie A32 oder sowas abgeflogen, musste durch die ganze Bude rennen, die Laufbänder nicht funktioniert. Also unglaublich. Also ich fand es Banane, aber die Security war diesmal gut. Also insofern, da war keine Schlange. Über die Qualität der Mitarbeiterin kann ich mich auch nicht beschweren. Die waren höflich, waren nett zuvorkommend. Also insofern, auf der Seite alles top. Aber das Gebäude, ich werde damit nicht wirklich warm.
Aber nachdem jetzt das erste Betriebsjahr abgeschlossen wird, betrug ja der Verlust fast 570 Millionen bei der Flughafengesellschaft, die man letztes Jahr eingefahren hat. Aber es sind halt Sondereffekte, die halt durch Covid und so weiter gewesen ist. Aber der Verlust hat sich ja nahezu halbiert. Aletta von Massenbach sagt, nur bedingt beruhigend. Aber der FBB, wie er schon heißt, er verdient immer noch nicht genug, weil so viel Aviation passiert ja auch nicht. Und das Eigenkapital ist komplett weg. Man hat halt von den Eigentümern, das ist der Bund, das Land, ganz wichtig, da kann der Flugbetrieb halt weiterlaufen. Und die Eigentümer ist klar, dass diese Probleme halt auch einige Jahre weiter anhalten dürften. Die allmähliche wirtschaftliche Aufstiegsphase, die wir halt haben, ist okay, aber die Fluggäste kehren auch zurück. Nur sieht man halt, dass man nicht überall auf dem Vorkrisenniveau ist. Punktuell ist man das, sagt Frau Massenbach, aber es ist halt nicht durchgängig so. Es gibt halt nur Tage oder Tageszeiten, wo halt der Bedarf da ist. Ansonsten guckt man in die Röhre. Man hat 1,7 Milliarden Euro, die man an Schulden zu tilgen hat, also Beihilfen und Schulden, das ist noch zusätzlich. Und man muss halt wieder gucken, dass man dieses Jahr nach dem EBITDATA und EBITDA ist halt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Damit soll der Umsatz knapp auf 550 Millionen Euro steigen, was im Vergleich zum letzten Jahr halt eine Verdopplung wäre. Auch die Fluggäste hat die Managerin positive Botschaften. 8 der 16 nicht funktionierenden Laufbänder sollen noch vor den Sommerferien wieder laufen. Also genau das, was ich da als Problem hatte. Aber Ostern kann es halt noch ruckeln. Aber man zeigt sich halt zuversichtlich und inzwischen sagt man auch, dass man unter anderem mit der Bundespolizei und den Bodenverkehrsdienstleistern gerade an Tagen, wo es halt so problematisch ist, wo viel Verkehr ist, besser zusammenarbeitet und dass sich da alles wie ein Rad ineinander fügt, muss man sagen. Vor allem angesichts der anderen Themen, also russischer Luftraum zum Beispiel, dann drohen ja die Kerosinpreise weiter zu steigen, Krieg in der Ukraine natürlich, logischerweise, ist halt etwas, was an den Ticketpreisen sich auswirkt, nicht unbedingt für den Flughafen, aber dann doch wieder in den Ticketpreisen, weil wenn die Ticketpreise hoch werden, dann fliegen die Leute nicht und so weiter. Ihr merkt schon, das ist halt ein Problem. Und damit muss man halt einfach schauen. Also insofern wünsche ich dem Flughafen, auch wenn er nicht mein Lieblingsflughafen ist, ich kann übrigens die Currywurst bei der S-Bahn, ESS-Bahn empfehlen, vorm Terminal 2. Also ihr könnt, wenn ihr rausgeht auf den Platz, nicht ganz zum Platz gehen, einfach direkt links vor dem Eingang. Also quasi, wenn ihr den Rücken zum Ausgang habt. Ich drehe euch jetzt auch den Rücken zu. Ja, geil. Ne? Ja, schön. da könnt ihr essen. Also insofern, das ist mein Highlight vom Berliner Flughafen gewesen. Was ist euer Highlight? Sagt ihr, ihr wünscht denen auch eine schwarze Null, so wie ich das tue? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, ach, scheiß drauf, scheiß Flughafen, scheiße, scheiße. Oder ihr sagt, geilste, wo gibt. Berlin halt. Dann gibt es eine Fluggesellschaft in Amerika, die ich irgendwie, ich bin sie noch nie wirklich geflogen, ich finde sie aber irgendwie voll sympathisch, das ist JetBlue. Und ich musste halt lachen, ich weiß auch nicht warum, weil normalerweise hat man ja so keine Assoziation mit einer Fluggesellschaft, die man nicht kennt, aber ich weiß nicht, JetBlue kenne ich, ich habe ja auch Klamotten, Mario hat ja auch letztes Mal eine JetBlue College-Dings angehabt. Und JetBlue wollte bei der Spirit einsteigen, nachdem die Frontier ein Angebot gemacht hat. Und jetzt sagt man aber bei Spirit, nee, wir geben dem Deal keine Chancen. Warum? Ganz einfach. Denn man sieht, dass man die Offerte über 3,6 Milliarden Dollar, die am Freitag sogar nochmal aufgestockt worden ist, ein Problem hat mit der Genehmigung durch die, wie heißt die Behörde nochmal? Wettbewerbsbehörde, ganz genau, die haben wir in Europa ja auch gehabt, ihr erinnert euch, als es darum ging, dass zum Beispiel so eine Fluggesellschaft wie Asiana und Korean zusammengehen. Und das gibt es in den USA natürlich auch. Aber Spirit sagte ganz einfach, wir betrachten das Angebot von JetBlue als Fantasy Island oder was auch immer. Und da hätte man halt erhebliche Durchführungsrisiken. Deshalb ist dieses Kartellverfahren mit der Northeast Alliance, das war der Pakt zwischen JetBlue und American
Airlines will man halt aufbrechen, um halt diese Marktmacht, die in New York und Boston ist, einfach zu zerschlagen. Und deshalb sagt man bei Spirit, nee, das wollen wir nicht. Des Weiteren habe ich auch auf meiner Amerika-Reise im Hotel, das war das Hyatt am Flughafen, hatte ich auch einen Mitarbeiter von Spirit dabei, den hatte ich getroffen. Und er fragt, wie findest du das? Und er sagt, nee, ich möchte lieber mit der Frontier. Er sagt ganz einfach, weil Frontier ist eine Übernahme unter Gleichen. Man ist auf selber Augenhöhe. Bei JetBlue wäre es ein Einkauf, eine Übernahme. Das heißt also, man wäre einfach quasi weggeschnappt worden. Ich weiß nicht, habt ihr da eine emotionale Lage? Sagt ihr JetBlue, Spirit, ist das etwas? Ich kann nur sagen, wenn ich an Spirit denke, mit dem möchte ich nicht fliegen. Aber JetBlue will ich fliegen. Also insofern, kommentiert unten, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Oh, die heutige Sendung ist aber richtig lang wieder, ne? Ich habe noch weitere Themen, deshalb machen wir einfach mal weiter. In den USA sind jetzt auch 380er registriert worden. Ja, ganz genau. Die USA haben in ihrem Register mit N auch jetzt die Flugzeuge vom Airbus im Größten. Nachdem natürlich diese FedEx-Geschichte und die UPS-Geschichte nicht geklappt hat, das wären die 380er F gewesen, gibt es jetzt Flugzeuge mit der N-Registrierung, heißt also in den USA. Aber Freunde, langsam, langsam, langsam. Warum? Ganz einfach, weil nämlich diese Registrierung ist eigentlich was ganz Trauriges, weil diese Flugzeuge sind von China Southern und die sind aussortiert worden. Die sind von Gangsu über Victorville zum Wüsten-Airport in Mojave geflogen. Die trugen dann die Kennung, natürlich als sie noch nach Amerika geflogen sind, die B6136, B6137, aber dann mussten sie aus zollrechtlichen Gründen halt eingeführt werden. In Mojave gibt es keinen Zoll, wo man das machen kann. Deshalb ist das gemacht worden in Victorville. Da ist eine Zoll. Marke drauf, alles klar. Steuern bezahlen. Danke, tschüss. Und die sind dann umgeregistriert worden auf N291JM und N296JM. Und sind damit in den Besitz der Jet Midwest registriert worden. Man muss natürlich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt eine hübsche Sache. Warum? Ganz einfach. Auch wenn die Firma seit 1997 besteht und mehr als 300 Flugzeuge erworben und jetzt kommt's, verkauft, verliest, aber auch zerlegt hat. Ja? Das waren Flugzeuge wie die 75767, Fokker, F100, MD80 und noch andere, sagt die Jet Midwest, dass sie zwar Wartung und so weiter machen und auch diese Flugzeuge fit halten, aber ich glaube eher nicht, dass da was passiert. Also die chinesischen Medien hatten schon im Februar berichtet, dass man die damit da zum Grabe trägt. Heißt also, die Flugzeuge werden ausgeschlachtet. Vielleicht wird es AirTags geben oder sowas, das weiß ich nicht. Ansonsten schade eigentlich, damit wären wieder zwei 380er vom Himmel und was ist eure Meinung? Seid ihr traurig, dass die Flugzeuge weg sind? Oder was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das seht? Sagt ihr, die haben noch eine Chance oder weg, 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 weg? Als letztes haben wir heute nochmal einen Meilen-Call, den wir machen müssen. Und zwar ganz einfach. Hilton hat ja immer wieder diese Aktion, wo sie Hilton Honors-Punkte verkaufen. Und es gab eine Aktion, die läuft oder lief, oder läuft, egal wie, ist halt so, dass sie jetzt am 6. Mai zu Ende geht. Ich glaube, es hat im März angefangen. Und man kann normalerweise 80.000 Hilton Honors Punkte kaufen. Und die Aktion gibt einem halt 100%, wenn man den höchsten Status hat, oder beziehungsweise je nach Status, den man hat, oder 80%. Also maximal für mich als Diamond sind 160.000 möglich, obwohl man normalerweise 80.000 kaufen kann. 80.000 Meilen kosten 800 US-Dollar, damit ihr das mal gehört habt, und bekommt jetzt 80.000 plus 80.000, also 160.000. Diese ganze Geschichte ist halt ganz einfach zu rechnen. Somit kostet halt der Punkt einen halben Dollarcent und damit hättet ihr was. Wichtig ist allerdings, dass ihr immer im Hinterkopf behaltet, was macht ihr damit? Ist das eine gute Sache? Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Und ich habe sehr oft, wenn ich ein Beratungsgespräch habe, die Frage,
Soll ich mir mal einen kaufen? Im Prinzip ja, nur wenn du einen Use Case hast. Was wäre denn ein Use Case dafür? Zum Beispiel das Waldorf Astoria auf Hawaii. Wir haben das für einen Kunden gerade auch wieder gebucht, mit Punkten übrigens. Da kriegt man ja die fünfte Nacht umsonst und man bezahlt 440.000 Punkte für 5 Nächte oder $6.000, bevor man Steuern zahlt. Also das heißt, da kommen noch die Steuern drauf und damit habt ihr, bei wenn das über $6.000 kostet, dann wisst ihr also selber, was das für ein Value hat. Und die 160.000 Punkte könnt ihr ja selber ausrechnen, das wäre dann ein Schnapper. Was wichtig ist, ist natürlich auch immer, dass ihr daran denkt, dass ihr diese 5 Nächte Promotion damit einkalkulieren müsst. Und wichtig ist auch, wenn ihr in Amerika einlöst, dass natürlich noch Steuern oder sowas dazukommen können. Das wundert einen in Europa, aber ist so. Wo hatte ich das denn? Ich glaube, ich hatte es in Berlin oder irgendwo, da muss ich auch nochmal 2,50 €. Nee, Brüssel war es, auf einer Punktenacht. Da musste ich dann auch nochmal 2 Euro irgendwas bezahlen an Steuern, einfach nur um die Steuern zu zahlen. Also keine Freinacht, aber es ist halt nicht so schlimm wie bei Lufthansa. Auch hier wieder für euch, danke, dass ihr heute dabei wart, aber denkt dran, kommentiert unten, ob ihr vielleicht die Meiner die Punkte gekauft habt oder ob ihr sagt, ja, Hilton kann mir gestohlen bleiben, aber vergesst nicht, uns zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, ein Like da zu lassen. Kommentieren habe ich ja schon gesagt. Also kommentiert und damit sind wir dann heute auch wirklich mal durch. Danke, dass ihr wieder dabei wart, ein zweites Mal. Also, bis dann. Ciao.